Moin, ihr Lieben. Heute habe ich mal wieder eine Einzelrezension zu einem Buch für euch. Ich habe das in der letzten Zeit ja eher so gehandhabt, dass ich alle meine gelesenen Bücher geballt in meinen Lesemonaten vorgestellt habe. Trotzdem immer sehr ausführlich, so wie ihr mich kennt. Und damit war ich auch sehr zufrieden, beziehungsweise bin ich auch immer noch sehr zufrieden. Jetzt habe ich aber ein Buch gelesen, was wirklich sehr besonders, speziell und komplex ist. Vom Schreibstil, vom Inhalt, von der Idee her. Deswegen finde ich, ist es gerechtfertigt, hier ein Einzelvideo zu drehen. Ich spreche von Die sieben Tode der Evelyn Hardcastle von Stuart Turton. Das Buch ist im Tropenverlag erschienen im Sommer 2019 und ist mir als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt worden. Also herzlichen Dank an den Verlag. Gleichzeitig muss ich aber mich auch entschuldigen, dass die Rezension so spät online geht. Ich habe das Buch nämlich schon vor Monaten zugeschickt bekommen. Und ich wollte es auch eigentlich rechtzeitig lesen und ich hatte auch wirklich Lust drauf. Ich wollte mir aber den besonderen Moment und Zeit dafür nehmen. Dann wollte ich das auch mit zusammen in einer Leserunde lesen. Dann war das schwierig mit der Terminfindung. Ja, ich will mich jetzt gar nicht rechtfertigen. Jetzt habe ich es ja gelesen, auch in einer tollen Leserunde zusammen mit verschiedenen Mädels, und jetzt möchte ich dem Buch auch wirklich die Aufmerksamkeit schenken, die es verdient hat. Ich bin auch sehr froh, dass ich zusammen in einer Leserunde gelesen habe. Denn dieses Buch ist wirklich dazu prädestiniert, mitzurätseln, Theorien zu entwickeln. Und das kann man natürlich am besten, wenn man darüber diskutiert in Etappen. Und hier hat man auch öfters mal Fragezeichen im Kopf. Und da ist es dann schön zu hören, wenn es anderen auch so geht. Oder man einfach darüber reden kann und manche Antworten vielleicht auch von den anderen bekommt. Aber auch auf Details hingewiesen zu werden, die einem sonst vielleicht durch die Lappen gegangen wären. Das ist auch wirklich sehr, sehr schön, denn hier steckt einfach sehr, sehr viel Info und sehr viele Hinweise drin, die einem sonst vielleicht einfach entgehen würden. Worum geht es eigentlich? Die sieben Tode der Evelyn Hardcastle ist eigentlich ein klassischer Krimi, allerdings mit einer Idee versetzt, die etwas sehr Besonderes ist, die ich so noch nicht gelesen habe und auch nichts Vergleichbares kenne. Hinten drauf steht auch Agatha Christie meets und täglich grüßt das Murmeltier. Und das ist ein guter Vergleich. Wir treffen hier nämlich auf unseren Protagonisten, der einen ganz bestimmten Tag immer wiederholen muss, immer wieder neu durchleben muss. Und zwar ist er auf dem Anwesen der Familie Hardcastle. Und dort soll abends ein Maskenball stattfinden. Allerdings geschieht an diesem Abend auch ein Mord an Evelyn Hardcastle. Und diesen Mord soll unser Protagonist auflösen, aufklären. Er bekommt diese Aufgabe, er weiß aber gar nicht, wer er selbst ist. Denn er wacht in einem Körper auf, den er nicht kennt. In einem Menschen auf, den er nicht kennt, der ihm völlig fremd ist. Er hat keine Erinnerung und weiß überhaupt gar nicht, was er dort tut. Er ist natürlich total, ja, außer sich und total verwirrt und weiß gar nicht, wo er hin soll. Er merkt aber auch schnell, dass er nicht immer wieder in diesem selben Körper aufwacht, wenn der Tag vorbei ist, sondern immer wieder in einem anderen Körper. Und diese Körper haben, und diese Wirte, nenne ich sie jetzt mal, haben immer andere Charakterzüge und immer andere Hindernisse, die er überwinden muss. Natürlich immer eine ganz andere Hintergrundgeschichte, die ihn immer wieder Steine in den Weg legen bei seiner, ja, Aufklärungssache. Dann gibt es auch noch andere Mitspieler, die denselben Auftrag haben, dass sie eben diesen Mord aufklären müssen, um den Ort entfliehen zu können. Und was da alles dahinter steckt, man fragt sich natürlich, wer ist er eigentlich und wie steht er zu dieser Familie? Und wir lernen halt ganz, ganz viele Personen kennen und natürlich auch das ganze Anwesen. Ganz cool gemacht ist hier vorne die Karte. Einmal von außen das Haus und dann verschiedene Gebäude, die man dann auch noch kennenlernt. Ob das eben ja, das Gärtnerhäuschen oder das Pförtnerhaus, die Stallungen, das Bootshaus und so weiter. Aber auch sehr hilfreich ist hier die Innenansicht des Hauses, wo die verschiedenen Räume, die verschiedenen Zimmer der verschiedenen Gäste aufgezeichnet sind. Immer mit einem ikonischen kleinen Bildchen, was für etwas Besonderes steht, wo man sie dann wiedererkennen kann. Auch hilfreich war dann auch noch die Einladung zum Maskenball,
wo nochmal so ein paar Personen aufgezählt sind und wer diese sind. Ob das nun Anwälte der Familie sind oder Freunde der Familie. Es gibt aber auch ein paar Gäste, die da nicht draufstehen oder einfach die nicht zu der Gästeliste gehören. Also ich sage schon, das ist sehr komplex, das Ganze. Aber das macht es eben auch wirklich sehr besonders. Ich möchte hier auch gar nicht so viel verraten, weil es für mich das irgendwie auch ausgemacht hat, das Ganze zu entdecken. Ich habe zum Beispiel auch nicht nochmal diese Innenklappe durchgelesen, weil das nochmal ein bisschen mehr verrät als hier hinten drauf der Klappentext. Ja, das hat einfach noch mehr Spaß gemacht, noch mehr Details zu entdecken. Ich finde, dem Autor ist hier wirklich am Meisterwerk gelungen, denn was der hier an schriftstellerischer Leistung gelungen ist, ist wirklich unglaublich gut. Ich glaube, der hat auch mehrere Jahre an diesem Buch gesessen und sich vorher alles überlegt, alles komponiert, kann man sagen. Das wäre ohne diese Vorarbeit auch gar nicht möglich gewesen. Bei manchen Büchern finde ich das ja eher sehr, sehr steif, wenn man merkt, dass es alles sehr, sehr komponiert ist und zu viel konstruiert. Hier war es aber sehr, sehr wichtig und hier fand ich das einfach unglaublich mitzuverfolgen, wie gut er das konstruiert hat. Ich hatte immer das Gefühl, dass der Autor die Fäden in der Hand hat. Manchmal hat man ja so ein bisschen das Gefühl in Büchern, oh, jetzt verliert der Autor total seinen Faden und er weiß auch selber nicht mehr, was er tut. Und auch einige unlogische Sachen und Ungereimtheiten. Hier hat der Autor mir immer das Gefühl gegeben, der hat das voll und ganz im Griff und weiß ganz genau, was er mit uns, unseren Lesern macht und was er uns für Hinweise gibt und wie die aneinander irgendwann passen. Also wirklich, es war wie so ein großes Puzzle, wo zum Schluss alle Puzzle an ihrer richtigen Stelle lagen und man so einen großen Aha-Effekt hatte. Trotzdem ist es natürlich so, dass man die ganze Zeit und oft viele Fragen im Kopf hatte. Und ich glaube auch nicht, dass der Autor das wollte, dass man als Leser die ganze Zeit mitkommt. Also er wollte uns, glaube ich, ziemlich aus dem Konzept bringen. Und solange und sofern das Ende Sinn macht, war ich damit auch total zufrieden, denn ich wusste, dass der Autor uns das nochmal alles erklären wird. Aber man muss sich darauf gefasst machen, dass man während des Lesens ganz viele Hä? Wie? Warum das denn Momente hatte? Und dass man manchmal denkt, boah, nee, ich steig da gar nicht hinter, da verstehe ich nicht. Aber das muss man einfach in dem Moment hinnehmen und einfach genießen, dass zwischendrin, was ich auch wirklich gut gemacht fand, nicht alle Fäden am Ende zusammengelaufen sind, sondern auch viele Puzzleteile schon währenddessen immer wieder Klick machen und einen dann schon einige Antworten auf einige Fragen dann geben. Und das hat, fand ich, für mich auch ein bisschen drüber hinweggetröstet, dass man viele Fragen im Kopf hatte bis zum Ende hin. Aber wie gesagt, einige wurden dann auch ab und zu aufgelöst. Was das Buch auch sehr besonders macht, ist der Schreibstil. Allein das Setting, dieser Maskenball in diesem alten Herrenhaus, ist ja schon sehr, sehr atmosphärisch und wir befinden uns auch nicht in unserer Neuzeit, sondern wir haben eher so damit gerechnet, in den 20er Jahren oder ja Anfang des 20. Jahrhunderts uns irgendwie zu befinden. Und da ist der Schreibstil sehr schön angepasst. Er ist sehr schön altertümlich und macht richtig die Atmosphäre rund in diesem Buch. Ich habe mir sehr viele Worte rausgeschrieben, die man heutzutage nicht mehr benutzt, die ich als Germanist, als studierte Germanistin ja irgendwie auch wirklich sehr, sehr liebe. Und auch viele Sätze an sich, wo wirklich schöne Beschreibungen sind oder philosophische Weisheiten manchmal drin findet, die habe ich mir auch gerne rausgeschrieben. Dennoch finde ich, lässt sich das Buch wirklich leicht vom Schreibstil lesen. Es ist nicht zu komplex und nicht zu verschachtelt. Das wäre auch zu viel, weil der Inhalt schon sehr komplex und mit vielen, vielen Hinweisen versehen ist. Mit vielen, vielen Personen wäre das Ganze zu schwierig, wenn uns der Autor hier jetzt auch noch mit ganz vielen verschachtelten und Bandwurmsätzen genervt hätte. Das finde ich hier nämlich sehr, sehr schön. Es ist ein einfacher und dennoch der Atmosphäre angepasster Schreibstil, der sehr, sehr viel Freude macht. Und ab und zu kommt dann immer so ein Satz, den man sich am liebsten unterstreichen oder rausschreiben möchte. Sehr genial fand ich auch, wie uns der Autor hier die verschiedenen Wirte unseres Protagonisten beschrieben hat und wie auch
unser Protagonist von diesen Wirten beeinflusst wird. Denn jeder Wirt, habe ich ja schon gesagt, hatte verschiedene Charakterzüge und jeder hatte irgendwie ein bestimmtes Handicap, was es ihm besonders schwer gemacht hat, zu ermitteln. Er musste sich mit Feigheit, mit Wollust, mit sehr viel hoher Intelligenz, aber auch sehr, sehr hohem Körpergewicht rumschlagen. Also das Ganze hat das so spannend gemacht, dieser innere Konflikt, den unser Protagonist immer durchmachen musste. Irgendwann wurde es immer schwieriger, diese Grenze zu finden, wo fängt sein Körper an und wo hört dieser auf zum Vergleich zu seinem Wirt. Also seine Charakterzüge, die verschwimmen irgendwann durcheinander. Es sind nicht einfach nur leere Hüllen, sondern sie bringen einfach auch diese Charakterzüge mit. Und manche Wirte, die sind so scharf in ihren Gedanken, dass es ihnen wirklich weiterbringt. Andere können sich nicht so richtig auf das konzentrieren, sind aber dafür sehr sportlich. Also das hat so viel Dynamik da reingebracht und hat auch unglaublich viel Spaß gemacht, diesen Wechsel mitzuerleben und immer wieder einen neuen Wirt zu entdecken. Man wusste ja auch zwischendrin nicht, in welchem Körper werden wir uns in den nächsten Tagen befinden. Man springt auch immer wieder zwischen den Wirten hin und her. Warum das so ist, möchte ich euch jetzt nicht erzählen. Aber es ist nicht geradlinig, dass wir einen gesamten Tag von dem einen Wirten mitbekommen und dann kommt der nächste, sondern es geht immer wieder hin und her, was das Ganze natürlich auch manchmal ein bisschen verwirrend macht. Aber das war auch wieder eine sehr, sehr geniale Idee. Während des Lesens ist mir immer mehr klar geworden, dass dieses Buch tatsächlich oder meine Meinung zu diesem Buch sehr abhängig von dem Ende, von der Auflösung sein wird. Das ist ja oft so bei Krimi oder Thriller der Fall, aber hier war es noch mehr, weil hier so viele Fragen aufgebaut worden sind, das sehr, sehr verwirrend war. Und wenn hier nicht alles gepasst hätte, wenn hier vieles einfach offen geblieben wäre, dann wäre ich enttäuscht gewesen. So war es Gott sei Dank nicht. Ich habe ja euch ja schon gesagt, am Ende hat es sich total wie ein großer Aha-Effekt angefühlt. Natürlich musste man trotzdem nochmal nachdenken, hey, wie passt das jetzt zusammen? Aber ich fand es alles sehr, sehr logisch und ich fand die Auflösung auch nicht irgendwie banal oder blöd, sondern wirklich cool. Also dieser fantastische Aspekt, was es jetzt überhaupt mit dieser Zeitwiederholung, mit diesen Zeitreisen zu tun hat und diesen Körperwechseln, das fand ich so cool, diese Auflösung. Aber auch die klassische Auflösung des Mordes hat mir auch gut gefallen und da war ich sehr beruhigt, weil ich habe gemerkt während des Lesens, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht und ja, das alles zu verfolgen. Der Schreibstil, den fand ich genial und dann halt, wie gesagt, die Wirte zu verfolgen und die ganzen neuen Orte kennenzulernen, die neuen Personen. Das hat mir alles so viel Spaß gemacht, dass ich es schade gefunden hätte. Aber wenn das Ende blöd gewesen wäre, dann hätte die Bewertung sich ganz schnell nach unten bewegen können. Dem war Gott sei Dank nicht so. Allerdings, und jetzt komme ich zu einigen kleinen Kritikpunkten, die ich an diesem Buch habe, war mir das Ende ein bisschen zu abrupt. Es ging sehr, sehr schnell am Ende. Es wurde zwar die großen Fragen aufgelöst. Ich hätte aber gerne noch ein paar Ausführungen gehabt, wie genau und was genau. Ich kann es natürlich jetzt nicht spoilern, aber ich hätte es gerne noch ein bisschen mehr ausgeführt, ein paar Details noch dazu bekommen. Dem war leider nicht so, aber ich versuche mir einfach meine Fantasie ein bisschen spielen zu lassen und das Ganze so dann auszubauen. Auch war mir das Ende ein bisschen zu happy, ein bisschen zu gut ausgegangen. Ich hätte es gerne noch gehabt, wenn er noch so ein kleines teuflisches Detail mit eingearbeitet hätte, das das Ganze noch ein bisschen genialer macht am Ende. Wie gesagt, es war mir ein bisschen zu glatt und ein bisschen zu gut am Ende. Aber auch das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Und zum Schluss habe ich noch einen ganz kleinen Kritikpunkt. Da weiß ich allerdings nicht, ob das vielleicht eher an meinem zu wenig geschärften Verstand liegt und ob man das tatsächlich dem Buch zu Lasten legen darf. Denn diese Zeitschleife-Problematik wurde natürlich hier auch sehr viel thematisiert und da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr strukturiert und ein bisschen mehr erklärt bekommen, auf welchen Weise und wann etwas geändert werden kann in der Zeit. Also dieses altbekannte Zeitparadoxon in Reisegeschichten. Hier ist es ja eine Zeitschleife, die er immer wieder nochmal erlebt und er kann aber zu bestimmten Zeiten oder aus bestimmten Gründen manches ändern. Und ich habe nicht ganz verstanden, warum gerade diese Zeitschleife, die wir jetzt erlebt haben, jetzt so besonders war und warum er zu manchen Momenten
etwas nicht ändern konnte und bei manchen dann doch. Das hätte ich gerne noch ein bisschen mehr geregelt bekommen. Es machen ja viele Filme oder viele Bücher unterschiedlich. Hier hätte ich ein bisschen mehr erklärt bekommen, wie das Ganze zusammenhängt und warum und weshalb und wie etwas geändert werden kann in der Zeit. Ja, aber wie gesagt, da kriege ich manchmal einfach oft einen Knoten im Kopf, wenn es irgendwie um Zeitparadox geht. Vielleicht ist euch das ja irgendwie ähnlich ergangen in bestimmten Filmen oder vielleicht auch bei diesem Buch. Es ist kein Buch, was man mal eben so zwischendurch lesen kann. Das ist mir durchaus klar. Man muss sich da ein bisschen Zeit für nehmen. Trotzdem kann man das wirklich sehr, sehr schnell weglesen, weil es eben spannend geschrieben ist und in einem Schreibstil, der jetzt nicht so viel von einem fordert. Und da war ich wirklich sehr zufrieden mit. Stuart Turton hat mich mit seiner Idee, mit seiner Schreibweise und mit seiner Komposition so begeistern und überzeugen können, dass ich auf jeden Fall Ausschau halten werde nach weiteren Werken. Das ist sein Debüt, das muss man sich echt mal reinziehen. Mir hat aber eine Zuschauerin bzw. eine liebe Booktuber-Kollegin in die Kommentare geschrieben, dass schon ein Buch in den Startlöchern steckt, zwar erst im Englischen angekündigt ist, aber ich habe mir da schon den Klappentext durchgelesen und war schon wieder hin und weg. Klingt wirklich cool. Es muss sich jetzt natürlich messen an diesem Erstlingswerk. Das ist immer schwer, wenn man schwer begeistert ist von dem ersten. Aber ich werde es auf jeden Fall lesen und bin da sehr gespannt, ob der Autor sich in meinen Olymp der liebsten Autoren hineinschreiben kann. Jetzt aber Schluss mit dem Lobgesang. Das werdet ihr aber auf jeden Fall, das Buch werdet ihr auf jeden Fall noch mal im Lesemonat sehen und auch in meinen Jahreshighlights. Also das kann ich euch schon mal sagen. Das Buch bekommt von mir 4,5 Sterne. Volle 5 kann ich leider nicht geben, weil ich doch zu viele kleine Punkte habe, die ich denn doch noch ein bisschen kritisch sehe. Ihr kennt mich, da bin ich leider oft so ein bisschen zu kritisch. Trotzdem sage ich euch, das ist wirklich was Besonderes und auch wirklich einzigartig und deswegen in meinen Highlights irgendwann wiederzusehen. Ich bin jetzt ziemlich gespannt, was ihr mir in die Kommentare schreibt zu diesem Buch, ob ihr Lust habt, das zu lesen, ob ihr das gelesen habt und wie ihr es fandet, ob es vielleicht auch negative Stimmen dazu gibt. Bisher habe ich ja hauptsächlich positive Stimmen gehört und ob ihr die Auflösung auch so cool fandet, ob euch es gestört hat, währenddessen Fragezeichen im Kopf zu haben. Wir hatten so ein paar in der Leserunde, die das so ein bisschen frustrierend fanden, dass wir viele, viele Fragen haben und man nicht so richtig durchsteigt. Aber wie gesagt, ich konnte da total mit leben, weil ich die ganze Zeit gemerkt habe, dass der Autor die Fäden in der Hand hat und wirklich wusste, was er macht. Und deswegen war ich auch relativ zuversichtlich, dass das Ende gut funktioniert. Und so war es denn ja zum Glück auch. So, jetzt wünsche ich euch noch eine schöne lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.